Alle Wege führen nach Rom, sagt man. In Wien führen viele Wege zum Am Himmel. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit guter Wanderbekleidung, Schuhen, Regenschutz ist man auf der richtigen Seite. In den Rucksack kommen eine Legedecke, Kameras mit Stativ, ein Fernglas, Sonnenhut, Geldbörse, Ausweis, Maske für die Öffis, die Bauchtasche fürs Smartphone und Kleinkrimskrams. Proviant findet noch Platz im Rucksack. Fahrscheine. Und los geht es! Begleitet mich auf einen neuen Ausflug zum Am Himmel. Auf meinem vollgeladenen Smartphone befinden sich drei gute Apps, die sehr nützlich sind. Geschätzte 9 Kilo Rucksackgewicht tragend gehe ich wenige Schritte zur Station Gunnischgasse zur Straßenbahnlinie 37. Von dort sind es 3 Haltestellen bis Parawitzkasgasse. Hier steige ich um in die Buslinie 39A und fahre bis in Station Siebering. Kurz bei einem netten älteren Herrn nach dem richtigen Weg gefragt, beginnt meine Wanderung. Durch eine enge Gasse geht es stetig bergauf. Beim Spöttgraben biege ich rechts hinauf ab. Ein steiler Weg erwartet mich. Ich begegne ab und zu Wanderern und fahrradschiebende Radfahrer, die freundlich grüßen. Oben angekommen mache ich eine kleine Rast. In der kleinen Thermoskanne ist ungesüßtes Zitronenwasser. Das erfrischt. An Schildern finde ich einen weiteren Wegweiser. Nach einer kleinen Weile erreiche ich mein Ziel. Das Café-Restaurant Octogon ist ein beliebtes Ausflugslokal und für die Kleinen gibt es einen schönen Spielplatz. Das
Gelände ist weitläufig, von Wäldern umgeben und an manchen Stellen kann man einen Blick auf die Stadt Wien erhaschen. Jetzt bin ich am Himmel angekommen. Ich beschließe, eine Rast einzulegen und finde ein gutes Platzerl. Zeit für eine gute Jause. In der großen Thermoskanne ist mit Wasser vermischter Eistee mit Wassermelonengeschmack. Jetzt die Marinade über den Wurstsalat. Die überbackenen Käsesandwiches backe ich in der Früh. Alles kann schon am Vortag vorbereitet werden. Hier die Zubereitung. Alle Zutaten schneiden und in eine Frischhaltebox geben. Die Marinade anrühren und zusammen mit dem Rosmarinöl in ein verschließbares Glas füllen. Butter, Salz, Pfeffer, süßen Paprika mit geriebenen Pizzakäse vermengen. Anschließend die Masse auf die Sandwiches streichen, mit Rosmarin bestreuen und auf dem Brett lassend in Alufolie einwickeln. Dann geht alles in den Kühlschrank. Die Sonne ist heiß und ich wechsle das Platzerl. Ich mache es mir unter einem Eichenbaum mal gemütlich. Nach dem guten Jauserl heißt es, die Füße ausstrecken und die Seele baumeln lassen. Kurze Zeit später sehe ich meine kleine Nikon neben mir liegen. Ich bekomme Lust, ein paar Aufnahmen zu machen. Nun ist es an der Zeit, den Lebensbaumkreis zu erkunden, das Areal zu durchstreifen und auf den Hügel zu steigen. Auf dem Weg suche ich nach meinem Lebensbaum. Ich finde schließlich meinen Lebensbaum. Es ist der Apfelbaum. Alle Informationen zum Lebensbaumkreis
im Café-Restaurant Octogon und der Sissi-Kapelle findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Die Sissi-Kapelle ist die letzte Station auf meiner Wanderung, die ich euch später im Video zeigen möchte. Die Nachmittagshitze hat es in sich. Ich finde einen Einschlupf in einem der umgebenden Wälder. Hier herrschen angenehme Temperaturen. Meine Blicke schweifen umher. Mir fällt eine Stelle auf, die zum Rasten einlegt. Gleich darauf ist mein Rastplatzerl eingerichtet. Hier baue ich meine große Nikon mit den Teleobjektiven auf das Stativ auf. Ich beginne nach Motiven Ausschau zu halten. Eine stille Minute für euch. Am späten Nachmittag verlasse ich den Lebensbaumkreis und mache mich auf meine letzte Etappe zur Sissi-Kapelle. Von der Himmelstraße bis nach Sievering führt der Stadtwanderweg 2. Ein kühles Bier und eine lange Bank vor der Sissi-Kapelle. Die Füße hochgelagert ist es eine feine Geschichte. Danach alles in den Rucksack. Ich mache mich auf den Heimweg. An Obst- und Weingärten vorbei geht es in Richtung Himmelstraße, die mich nach Grinzing führt. Bei einer Hundefreilauf
Wiese halte ich inne. Erste Blicke auf Wien. Aufmerksam schaue ich beim Weiterwandern auf die Straßenseiten und bleibe immer wieder stehen, um die Aussicht zu genießen. Ich mache einen kurzen Abstecher auf die Bellevue-Wiese, wo man einen herrlichen Blick auf Teile der Stadt Wien finden kann. Die ersten Häuser sind in Sicht und die Gebäude der Stadt kommen immer näher. Ich lege eine Pause ein und trinke Zitronenwasser. Nach mehr als einer guten Stunde erreiche ich den Stadtkern von Grinzing. Mit der Straßenbahnlinie 38 fahre ich bis Nussdorfer Straße. Hier endet um 19.05 Uhr mein Ausflug. Meine Tracking-App zeigt mir meine Route und einige Daten. Das ist das Ergebnis. Zu den Kosten für den Ausflugstag, mit dem Proviant, den Fahrscheinen und den Abschlussgetränken komme ich auf 17 Euro. Wenn es noch an einigen Informationen mangelt, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare. Mit einem kräftigen Zum Wohle verabschiede ich mich für heute und bedanke mich herzlichst fürs Reinschauen.